Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Sackgasse, das Schild kennen Sie. Symbolisch könnte es für das stehen, was da kurz nach Ostern auf der Straße nach Emmaus passierte, wovon Lukas im 24. Kapitel berichtet. Zwei Anhänger Jesu gingen sie lang, frustriert, traurig, weil all das, worauf sie sich Hoffnungen gemacht hatte, plötzlich zerplatzte. All das, worauf sie sich eingelassen hatten, worauf sie vertraut hatten, plötzlich war es weg. Sie waren wie in eine Sackgasse geraten, nichts ging mehr. Sie konnten nur noch umdrehen und zurückgehen in ihr Dorf Emmaus. Was war geschehen? Sie waren Jesus gefolgt, sie hatten auf ihn vertraut und gehofft, dass mit Jesus eine neue Welt beginnt, voll Gerechtigkeit, voll Frieden für alle. Und dann kommen sie nach Jerusalem und was erleben sie? Wie dieser Jesus am Kreuz hingerichtet wird, wie sich nichts von dem verwirklicht und wie all ihre Hoffnung zerplatzt. Aus, vorbei, Sackgasse, ein Weg, der zu nichts führt. Am Ende roter Querbalken. Enttäuschte Hoffnung. Wer von uns kennt sie nicht? Ich denke an die, die vielleicht gerade voller Hoffnung durchgestartet sind und jetzt durch die Krise unverschuldet festgefahren sind, nicht mehr vorankommen. Sackgasse. Ich denke an Beziehungen, wo alles gut ging, voller Vertrauen. Oder wo man sich immer Hoffnung machte, dass man sich doch noch mal wieder zusammenraufen kann. Und plötzlich sieht man nur noch rot, Sackgasse, es geht nicht weiter. Oder ich denke an persönliche Schicksale, wo jemand plötzlich die Diagnose erhält, krank. Du musst dich völlig umstellen. Sackgasse, so geht's nicht weiter. Im Straßenverkehr steht dieses Schild am Anfang, um uns zu warnen. Im Leben leider nicht. Da gerät man in Sackgassen ohne Vorwarnung. So war es auch bei den beiden Anhängern Jesu. Keiner hatte sie vorgewarnt. Traurig und enttäuscht verlassen sie Jerusalem und gehen zurück in das Dorf Emmaus. Aber dann passiert doch etwas Überraschendes. Sie treffen auf dem Weg jemanden. Er fragt sie, warum sie so enttäuscht sind, und sie erzählen ihm, dass sie nicht verstehen, warum Jesus sich kreuzigen ließ und damit all ihre Hoffnung zerstörte. Und der Fremde versucht es ihnen zu erklären, kehrt bei ihnen ein, isst mit ihnen
Und plötzlich ist alles wie verwandelt. Ungefähr so wie dieses zweite Schild, das Sie bestimmt auch kennen. Alles aufgehoben, freie Fahrt. Keine Beschränkung, keine Eingrenzung mehr. Wer dieses Schild nach einer langen, öden Autobahnfahrt in einer einspurigen Baustelle mit Geschwindigkeitsbegrenzung, Überholverbot, vielleicht sogar Stop and Go und Stau, dann endlich sieht, der weiß, was es für eine Freude hervorrufen kann. Endlich aufgehoben, es geht weiter. Und für mich ist dies auch ein Symbol für Ostern. Jetzt geht es weiter. Los geht's. So haben es die beiden Jünger durch diese Begegnung mit dem Fremden erlebt. So eindrücklich, dass plötzlich alles aufgehoben war, ihre Traurigkeit und ihre Niedergeschlagenheit und ihre Hoffnungslosigkeit, und sie sich voll Kraft wieder neu auf den Weg machen. Was war geschehen? Sie hatten Ostern erlebt. Auferstehung, der Sieg des Lebens über den Tod. In den Erklärungen des Fremden erkennen sie den Sinn, warum Jesus gestorben und auferstanden ist. Ja, sie hatten den Eindruck, als wäre ihnen der auferstandene Jesus selbst begegnet. Brannte nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss? So beschrieben sie ihre Gefühle. Der Fremde war plötzlich weg, aber die Begegnung mit ihm war für sie eine Gottesbegegnung, die sie aus der Sackgasse befreite und ein neues Schild vor Augen hielt. Alles aufgehoben. Es geht weiter. Freie Fahrt voraus. Ostern passiert auch heute. Solche Begegnungen, in denen man plötzlich den Eindruck gewinnen kann, als würde Gott selbst einem begegnen. Vielleicht durch das Lesen der Heiligen Schrift, vielleicht in einem Fremden, in einem, der anruft, der erklärt oder der Einkäufe bringt, einem Mut macht, nicht den roten Balken zu sehen, sondern Hoffnung zu haben und sich zu freuen auf dieses Zeichen, Beschränkung aufgehoben. Es geht weiter. Solche Ostererfahrungen wünsche ich Ihnen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.